Du bist so unverschämt gut, wenn du dein Limbi lässt. Ich lebe nur 30% von dem, was ich kann. Wie überwinde ich meinen inneren Schweinehund? Ist das bei dir so, dass du nur 30, oder ist das eine Frage? Das ist eine Frage. Da lebt jemand nur 30% von dem, was er kann. Also erstmal finde ich, wenn du mich hörst, was du hier, wenn du diese Frage gestellt hast, finde ich das eine Tragödie. Ich finde es echt eine Tragödie. Es ist eine Sauerei in Bezug auf all die Talente, all das, was du mitbekommen hast von der Natur. Es ist einfach Murks, mit 30% durchs Leben zu gehen. Und jetzt sage ich dir noch was, bevor du denkst, boah, ist der aber streng. Es gab eine Zeit, da bin ich vielleicht mit 10% meiner eigenen Talente durchs Leben gegangen. Und das ist ein ganz schlimmer Murks. Ich kann das streng zu dir sagen, weil ich es streng zu mir gesagt habe. Wir müssen das aber erkennen und wir müssen uns dann hinsetzen und sagen, hey, was sind denn meine Fähigkeiten? Was kann ich wirklich? Und was begeistert mich? Was begeistert dich? Wenn du etwas findest, was dich begeistert, dann werden aus den 30% automatisch 130. Warum sage ich jetzt über 100? Gibt es ja gar nicht, über 100% geht nicht. Doch, geht doch, weil das, was du für 100 hältst, das, was die meisten Menschen für 100 halten, ist nicht 100, ist maximal 40, 50, 60. Und wenn du deshalb sagst, ich gehe auf 130, dann fliegst du an dem, was du für 100 hältst, vorbei, was nur eine selbstgewählte Grenze ist. Du fliegst vorbei und auf einmal siehst du, es geht ja 130, es geht ja 140 von dem, was du dachtest, dass 100% maximal ist. Dann bist du bei 200 und das ist das Leben. Und was dich dahin bringen wird, ist die Begeisterung, ist ein guter Coach, sind gute Vorbilder, sind klare Ziele, Träume, Visionen. Du weißt das alles, aber du darfst nicht mit 30% leben. Das darfst du nicht. Wenn ich dich erwische, schüttel ich dich durch. Das ist einfach die Leidenschaft meines Lebens, es Menschen dahin zu bringen, wo sie sein können. Ich habe noch eine super Anschlussfrage daran, und zwar, wie verhindere ich, dass ich ausbrenne, wenn ich dauerhaft 110% gebe? Manchmal glaube ich, man wird unfähig, sich eine Pause zu nehmen. Boah, das ist eine ganz wichtige Frage. Da bin ich, wie heißt er, der die gestellt hat? Max von Bergen. Max von Bergen, eine ganz, ganz tolle Frage, weil ich sage ja immer, lebe 110%, gib 110%. Ich sage, gib Vollgas. Ich sage aber auch, mache Pausen. Das hört aber keiner. Das wollen die von mir nicht hören. Und das gibt mir jetzt die Gelegenheit, das einmal so dringend und deutlich zu sagen, wie es in mir ist. Ich bin selber mit 39 Jahren krank geworden, weil ich keine Pausen gemacht habe oder zu wenig. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Ich habe 16, 17 Stunden gearbeitet, 7 Tage die Woche. Das ist der Weg zum Chaos. Da wirst du krank. Ich bin krank geworden, da ging nichts mehr. Ich bin auf der Bühne umgefallen. Ich habe dann noch versucht, im Fallen weiterzureden, weil ich ein harter Hund war. Kennst du ja, wenn ich nicht kann, dann muss ich. Guter Satz für Weicheier. Weil die meisten Menschen haben ja nicht das Problem, dass sie über 100% gehen. Die haben das Problem, dass sie nicht mal über 50 gehen. Aber wenn wir dann etwas tun, wenn wir dann aktiv werden, dann müssen wir verstehen, wie Wachstum funktioniert. Und Wachstum, du weißt das mit deinem Körper, du hast trainiert. Wann wächst der Muskel? In der Ruhephase. In der Ruhephase. Du musst den Anreiz bieten, indem du sagst, jetzt nehme ich die Hantel in die Hand oder was auch immer. Ich reize den Muskel, kleine minimale Verletzungen durch richtige Anstrengung, die müssen heilen in der Pause. Und wenn sie heilen, wächst der Muskel. Genau das Gleiche mit unserem Kopf. Anstrengung, minimale Verletzungen. Minimal, es ist ein bisschen zu viel, Pause, dann wächst unsere mentale Fähigkeit, wächst unsere geistige Fähigkeit. Das müssen wir verstehen. Du wirst stärker, größer, besser in der Pause. Und wenn du keine Pause machst, wenn du keine Pause machst, brennst du aus. Ist doch ganz logisch. Was keine Pause bekommt, brennt aus. Was soll denn dann passieren mit den Verletzungen? Die können ja nicht repariert werden. Wir haben so einen kleinen Kerl da oben, so stelle ich mir das vor. Das limbische System ist für mich der Limbi. Unser limbisches System ist genial. Limbi ist wie ein kleines Kind. Hey, der kann mit 5 komponieren, kann eine Symphonie komponieren. Der kann, also wenn du jetzt nicht musikalisch bist, nicht, aber der kann das, was du kannst, genial, wenn du ihn lässt, wenn du ihm die richtigen Arbeitsbedingungen gibst. Ich mach's kurz, ich habe einen ganzen Kurs darüber gemacht. Es ist so wichtig, der Limbi ist wie ein kleines Kind. Wenn du ihn lässt, macht er geniale Dinge. In dir stecken Sachen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du bist so gut, du bist so unverschämt gut,
wenn du dein Limby lässt, aber der Limby braucht nach 50 Minuten eine Pause. Dann will der spielen, dann will der sich ausruhen. 10 Minuten, Viertelstunde und dann wieder 50 Minuten den Limby richtig machen lassen und dann wieder eine Pause, eine längere Pause. Dann wieder den Limby machen lassen. Das kannst du ein paar Mal hintereinander machen und das müssen wir verstehen. Das ist das Leben. Guck mal, Tag und Nacht, Sommer, Winter. Warum nicht auch in deinem Leben? Du kannst nicht ausbrennen, wenn du Pause machst, weil du ja weißt, boah, es ist total anstrengend gerade, aber ich kann mich gleich ausruhen. Stress ist das, was uns wachsen lässt. Stress macht uns stärker in der Pause. Aber nur der Stress, der nicht linear wird. Wenn wir also jetzt Gas geben, Stress, und dann eine Pause haben, alles gut. Wenn wir eine Pause machen, alles gut. Wieder Stress, Pause machen, alles gut. Aber dann denken wir, es hört nie auf. Dann dreht unser Limby durch und die anderen Systeme schalten ab und wir schütten dauerhaft Cortisol aus. Und das Cortisol macht dich kaputt. Adrenalin baust du in einer halben Stunde ab, Cortisol aber bleibt 8 Stunden im Körper. Und wenn du dann dauernd wieder neuen Stress auslöst, dann hast du beständig einen hohen Cortisolpegel in deinem Körper und der macht dich kaputt. Der frisst die Adern auf, der frisst die Nerven an und der führt dich in ein Burnout. Das Beste, was du machen kannst, ist, spring ins Feuer und bevor du verbrennst, spring wieder raus. Mach eine Pause. Spring ins Feuer, spring wieder raus. Also nicht, dass du jetzt wirklich ins Feuer springst, aber ich glaube, du hast das Bild verstanden. Du musst Stress haben, um zu wachsen, um stärker zu werden. Aber du kannst nicht wachsen ohne Pause. Ich glaube, jetzt habe ich sehr deutlich gesagt. Das ist mir so ein wichtiges Anliegen. Das ist ja meine Botschaft. Geh an die Grenze, ruh dich aus. Und ich habe da auch ganz viele Briefe in dem 7-Jahres-Kurs drüber gemacht, die einfach erklären, wie wichtig es ist, mentale Stärke zu entwickeln, was wir dafür alles tun müssen. Ich glaube, alleine 8 Briefe nur über das Thema.